Lassen Sie uns über Marketing und Werbung sprechen. Die meisten machen Werbung, aber kein Marketing. Das wird sehr oft verwechselt. Werbung heißt, kurz auf etwas aufmerksam zu machen. Marketing heißt, eine Strategie zu entwickeln, um langfristig Menschen zu bearbeiten, also Interessenten in Kunden umzuwandeln. Der große Unterschied: Werbung muss massiv betrieben werden, um Wirkung zu erzielen. Und das kostet richtig viel Geld. Mit Marketing jedoch lassen sich hervorragende und bessere Ergebnisse auf lange Sicht erzielen. Und die Kosten sind erheblich niedriger. Auch ist Marketing nachhaltiger. Zum Beispiel ein Inserat schalten und eine Webseite publizieren ist Werbung. Eine Kampagne oder eine Schritt-für-Schritt-Abgabe von Informationen ist Marketing. Das ist nur eine sehr kurze Erklärung. Ich gehe hierauf später näher ein. Online-Marketing oder Internet-Marketing, so auch Videomarketing, werden immer wichtiger für jede Art von Geschäft, egal ob es sich um ein Online- oder Offline-Geschäft handelt, egal wie groß das Geschäft ist, egal aus welcher Branche. Online-Marketing bezieht sich auf Marketingbemühungen und Werbung mittels Internet und E-Mail, um Interessenten zu finden und Kunden zu gewinnen. Es wird auch verwendet, um Direktvertrieb über E-Commerce abzuwickeln, zusätzlich zu Interessentenkontakten durch Kontaktseiten, Webseiten und Verkaufsbriefe oder E-Mails. Kennen Sie Elon Musk und Tesla Motors? Nun, Tesla war eine unbekannte Autofirma. Jeder Unternehmensberater hätte gesagt, dass es keine Chance für Tesla gegen die alten und bekannten Automobilhersteller gibt. Aber Elon Musk ist ein Meister des Online-Marketings. Das Ergebnis? Er verkaufte mehr als 400.000 Tesla Model 3, einem Auto, das noch gar nicht existierte und Probe gefahren werden konnte. Und das innerhalb von circa 10 Tagen. Ein Umsatz von circa 14 Milliarden Dollar in so kurzer Zeit. Und es gibt noch unzählige Erfolgsgeschichten wie diese, im Großen und im Kleinen. Unternehmen, die mit Online-Marketing beginnen und ihre Verkäufe in ganz kurzer Zeit vervielfältigt haben. Kleine Start-ups oder kleine Firmen, die auf Online-Marketing setzten, respektive umstellten und Erfolge feierten, die fast schon unglaublich sind. Ich will Sie mit diesen Geschichten nicht langweilen, aber es soll Ihnen aufzeigen, was tatsächlich möglich ist. Für jedes Unternehmen. Ein wenig Kreativität ist gefragt und ein wenig Einsatz. Und das lohnt sich. Online-Marketing funktioniert wie Marketing. Sie sollten Ihren perfekten Kunden nach dessen Bedürfnissen, Problemen und Wünschen definieren. Schauen Sie Ihren Interessenten genau an, um zu erfahren, was seine Probleme sind, was ihn nachts nicht schlafen lässt, um was er sich am meisten Sorgen macht. Durch die Definition Ihrer Zielinteressenten können Sie sodann beginnen, Ihr Marketing zu entwerfen, um diese Art von Problemen zu lösen. Wenn Sie dieses Konzept für Ihr Marketing und Ihre Werbung anwenden, werden Sie damit beginnen, mit Ihren Interessenten in Resonanz zu kommen. So ähnlich wie, oh, das klingt wie die Lösung meiner Probleme, das sollte ich genauer anschauen. Und genau so machen Sie es mit Online-Marketing. Warum soll ein Mensch Sie beachten und auf den berühmten Knopf drücken? Das ist die wichtigste Frage, die Sie sich stellen müssen.